als ich damals mit meinen Jungs auf der Sturmbrecher die Wellenfeuer dann durchreizte. Ah, da kam der gierige Meeresmönch selbst aus den Tiefen. Wie mein äußerst angerafftes Gold bis auf die Zahnfüllung in die Fluten zu schauen. Oh, Piet, jetzt halt mal den Rand. Sag mal, Lex, wieso hörst du dir die Räuberpistolen von dem alten Freibeuter eigentlich so lange an? Was? Ach so, ja. Ruhe bitte, Piet. Ich lese gerade die Zeitung. Wo ist Jesse denn? Das müsst ihr euch anschauen, Matrosen. Ich bin doch schon die ganze Zeit hier. War ja schon lange überfällig, dass ich unseren Euro-PC so richtig in Schuss bringe. Durch diese Firewall könnte sich nicht einmal Stephen Hawkins durchhacken. Der hat jetzt 3 RAM im Prozessor. Jungs, jetzt kommt doch mal rüber. Das müsst ihr sehen. Schaut, was ich in der Europa Today gefunden habe. Nein, Piet, kein Meeresmönch. Schaut hier. Schlagzeile. Verkettung diebischer Tatsachen. Babylon City. Dieb steht Kette der Nofretete aus Tiamat-Museum. Ein frecher Einbrecher hat gestern das Licht im Tiamat-Museum ausgeknipst und konnte so unbehelligt und ungesehen die teure Kette entwenden. Echt? Ja. Von dem Täter fehlt jede Spur. Die Polizei tappt im Dunkeln. Gesucht wird ein ca. 20- bis 60-jähriger Einwanderer unbekannter ausländischer Herkunft und Statur. Es gilt die Unschuldsvermutung. Na, das ist ein heißes Ding. Hä? Sowas gibt's doch hier bei uns in Europa gar nicht. Na, wer klopft denn da? Erwartet ihr jemanden? Jetzt macht doch mal jemand die Tür auf. Ja, gut. Warte kurz. Auf der Türschwelle stand eine junge, attraktive Frau, die sichtlich aufgelöst wirkte. Hallo, hi. Mein Name ist Sandy und ich glaube, ich brauche eure Hilfe. Kommt ganz drauf an, bei was? Mann, Nick, sei nicht so unhöflich. Bitte die junge Frau doch erstmal herein. Entschuldigung, tut mir leid. Hallo Sandy, komm doch bitte rein. Danke. Mann, sieh sich das einer an. Also man hört ja einiges über euch und eure legendäre Penelope. Aber das übertrifft ja alles, was ich mir vorgestellt habe. Ein altes Museumsschiff. Einfach großartig. Und richtig gemütlich habt ihr es hier. Vielen Dank für die Blumen. Aber jetzt zu dir. Was führt dich zu uns? Ja, also, ihr seid doch Detektive oder so ähnlich, oder? Wir sind das Team Europa. Wir machen da weiter, wo die Polizei aufhört. Denn wir sind genial und Europa loyal. Ich bin Lex. Das lebendige Lexikon. Nick, unsere jalante Sportskanone, kennst du ja schon. Und der da hinten in der Ecke zwischen den ganzen Kabeln herumkriecht, das ist Jesse, unser Digitalent. Kleiner Schwank am Rande. Ja, also, wisst ihr, ich habe von euch aus der Zeitung erfahren. Vor einiger Zeit habt ihr diesen Perversling hinter Gitter gebracht, nachdem die Polizei sich daran monatelang die Zähne ausgebissen hatte. Ja, so ist das mit der Polizei. Wir machen da weiter, wo andere aufhören. Jedenfalls, also ich habe auch ein Problem, das gelöst werden muss. Und ich habe mich gefragt, ob ihr mir eventuell helfen könntet. Na klar könnten wir dir weiterhelfen. Wie Lex schon gesagt hat, wir sind der Polizei immer einen Schritt voraus. Aber erzähl doch erstmal, worum geht es überhaupt? Was meint ihr, Matrosen? Unbedingt. Setz dich doch erstmal in Ruhe hin, Sandy. Dürfen wir dir irgendwas anbieten? Einen Joghurt? Ich werde mir nämlich auf jeden Fall einen genehmigen. Na, da bin ich auch dabei. Na fix? Ich auch. Klar, gerne. Danke. Nachdem Lex eine Runde Joghurts aus dem Kühlschrank geholt hatte, ließen sich alle gemütlich in die alten Schiffssessel fallen und Sandy begann zu erzählen. Gestern war ich im Stadion in der Marduk Arena und habe mir das Finalspiel des Hula Hoop Europacups angesehen. Ihr seid sicherlich auch schon mal dort gewesen. Es ist riesig. Unglaublich viele Menschen passen da rein. Jedenfalls hatten wir eine Menge Spaß. Ich habe stundenlang gejubelt und gehüpft und nachdem das Spiel vorbei war, gingen wir dann hinaus wie alle anderen auch. Halt! Moment. Du sagtest wir. Wer ist wir? Mein Freund Jeremy und ich natürlich. Meinst du dein Freund oder einen Freund? Warum fragst du denn, Lex? Ich meine ja nur. Ja,
Also Jeremy ist mein Freund. Wir sind seit 2 Monaten und 3 Tagen zusammen. Aha, okay. Jedenfalls, wir gingen hinaus. Und als ich mir draußen noch einen glasierten Liebesapfel kaufen wollte, bemerkte ich, dass mein Portemonnaie fehlte. Es war einfach nicht da. Also hat dir jemand deine Geldbörse gestohlen? Ja, genau. Ich weiß noch genau, dass ich sie an unseren Plätzen während des Spiels noch hatte. Weil ich mir zwischendurch einen glasierten Liebesapfel gekauft hatte. Alter, wie viele Liebesäpfel denn noch? Ich hatte das Portemonnaie noch. Und dann war es weg. Einfach so. Ich habe lauter wichtige Dinge in diesem Portemonnaie und ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich bin völlig verzweifelt. Wegen einer gestohlenen Geldbörse. Scheinbar. Also, liebes Sandy, es ist so. Wenn einem die Geldbörse gestohlen wird, geht man zur Polizei. Nicht zum Team Europa. Verstehst du das? Stell dir doch einmal vor, wir würden uns nur um solcherlei Kavaliersdelikte kümmern. Dann hätten wir doch gar nicht mehr die Zeit für die wirklich kniffligen Rätsel und Geheimnisse in unserem schönen Europa. Ja, aber ich bin doch hier richtig, oder? Sandy, das heißt, wir können deinen Fall leider nicht annehmen. Uns fehlt einfach die Zeit dafür. Naja, und auch ein bisschen die Lust. Naja, okay. Also... Weißt du, wenn du schon mal hier bist... Ja? Dann kann ich dir auch meine einmalige, in Europa einzigartige Mineraliensammlung zeigen. Das biete ich wirklich nicht vielen an. Ach, Lex. Sowas interessiert ein hübsches Mädchen doch sicher nicht. Aber Sandy, wie wär's... Wir könnten zusammen ein paar Kabel in unserem neuen Bordcomputer hier unterm Achterdeck verlegen. Also, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Sag einfach, ja. Oh, ich habe leider gar keine Zeit mehr. Jeremy und ich wollten noch Liebesäpfel glasieren beim Zuckerbäcker. Total toller Kurs. Oder, Jungs? Schade, dass ihr euch nicht um das gestohlene Portemonnaie kümmern könnt. Ich werde den Diebstahl wohl bei der Polizei melden. Und dein Portemonnaie vermutlich nie wiedersehen. Wie bitte? Was? Ich hab nichts gesagt. Wie auch immer. Auf Wiedersehen, Team Europa. Sandy verließ sichtlich enttäuscht das alte Museumsschiff, die Penelope. Das Team Europa wollte sich nicht mit ihrem Fall beschäftigen. Dabei hatte sie große Hoffnung gehabt, dass die drei es wiederfinden könnten. Jedoch musste sie ihnen natürlich auch zustimmen. Wer hatte schon die Zeit, jeden kleinen Taschendiebstahl in Babylon City aufzuklären? Das war Aufgabe der Polizei. Klar wie die Zuckerglasur auf einem Liebesapfel. Na, das war ja eine, mit der wäre ich gern mal in den Ring gestiegen. Lol, Nick. Ich war kurz davor, sie zu hacken. Auf dein lächerliches Hula-Hoop steht doch eh keiner. Jungs, jetzt hört mal auf. Mir ist da gerade was eingefallen. Gestern war da doch dieser komische Typ. Er heißt immer noch Stadiongraf. Stadiongraf. Wohl eher Stadiongrabscher. Dieser Perversling hat doch einfach so hinterhältig die Frauen begrapscht. Wisst ihr, vielleicht hat er ihnen dabei auch noch das Portemonnaie geklaut. Lex, ich glaube, du hast recht. Der Stadiongrabscher. Mir wird ganz schlecht bei dem Gedanken, dass er Sandy angegrapscht hat. Ich kann mir zwar nicht vorstellen, dass der Stadiongraf es nötig hat, Menschen zu bestehlen. Schließlich ist er ja Chefredakteur der Europa Today. Aber ein Zufall wird das wohl kaum sein. So einem ist alles zuzutrauen, das ist schon mal klar. Den bringen wir hinter Schloss und Riegel und Sandy ihr Geld zurück. Die wird sich freuen. Dann lässt sie sich bestimmt auch gerne meine Mineralien zeigen. Wir müssen dem Perversling einen Besuch abstatten. Jedi, kannst du seine Adresse herausfinden? Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang, warte kurz. Oh, wie gut, dass ich vor einiger Zeit für eine Highspeed-Verbindung zum Euronet gesorgt habe. So ist das ein Kinderspiel. So, hier. Der Stadiongraf, Redakteur bei der Europa Today. Wissen wir alles schon. Ehrenmitglied im Bund der Europäischen Wohlfahrt. Naja, wer es glaubt. Und Bingo! Er wohnt in der Birmingham Avenue 13. Birmingham Avenue 13. 13. Gucci, 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 Gang, Gang. Hopp, hopp, Jungs. Lex? Hier ist eben ein Brief für dich angekommen. Scheint wichtig zu sein. Danke. Leg ihn einfach auf den Sekretär rüber. Wir haben jetzt keine Zeit. Wir müssen los. Er kommt aber direkt aus dem Kanzleramt.
Hat zumindest der Alkohol gesagt. Egal. Jetzt müssen wir erstmal einen perversen Redakteur dingfest machen. Zeit auszulaufen. Auf geht's, Matrosen. Auf die Cityroller! Können wir nicht mit dem Zug fahren? Zug fahren?